Schönen guten Abend. Wir analysieren heute Kanzler Nehammers Autogipfel. Eine Debatte um die Zukunft von Verbrennermotoren und auch die Zukunft der Koalition. In der Krise, immer mehr Jugendliche haben psychische Probleme. Das Therapieangebot reicht aber nicht aus. Und ein Filmfestival widmet sich dem 75-jährigen Bestehen Israels. Schön, dass Sie dran sind. Ganz herzlich willkommen bei der ZIB 3. Für die Zeit nach Ostern hatte Bundeskanzler Karl Nehammer ja einen großen Corona-Versöhnungsprozess angekündigt. Zuerst aber widmet sich der ÖVP-Chef jetzt einem anderen Thema, der Zukunft des Verbrennermotors. Und zu diesem Zweck hat Nehammer heute mit Wissenschaftlern und mit Vertretern der Autobranche im Kanzleramt diskutiert. Für ihn selbst steht fest, Österreich ist ein Autoland und trotz Energiewende wird es den Verbrenner brauchen. Das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz, heute eher keine verkehrsberuhigte Zone, Klimaprotest inklusive. Schließlich lädt der Kanzler zum Autogipfel nach dem Motto, keine technologischen Denkverbote. Es gibt so viele Bereiche, wo wir hier in Österreich gerade auch einen Beitrag leisten können. Einerseits, wenn es um den grünen Verbrenner geht, also um E-Fuel-Einsatz. Wenn es darum geht, die Antriebe der Elektromobilität auch breiter zu denken als nur in der Frage, wo kommt denn die Energie her? Ausschließlich aus der Batterie oder gibt es ganz andere? 600 Millionen Euro sollen in die Energieforschung fließen, aus einem Topf, der schon im Vorjahr beschlossen worden ist. Viele Experten, auch die Automobilindustrie, setzen auf Elektromobilität, aber nicht alle. Die Vorstellung, dass es all elektrisch in der Zukunft zugehen wird, ist definitiv falsch. Man kann eine E-Fuel-Produktion machen, die relativ energieeffizient ist. Ja, wir brauchen E-Fuels, aber nicht für unsere Autos. Zumindest nicht für die neuen. Wir müssen, wenn wir jetzt speziell über E-Fuels reden, natürlich mal schauen, wo müssen wir die zuerst hinbringen. Und natürlich dort zuerst, wo es keine Alternativen gibt. Das ist vor allem die Luft- und die Schifffahrt. Nicht mit dabei heute im Kanzleramt der grüne Koalitionspartner. Also unterschiedliche Parteien waren wir immer. Das war eigentlich auch zu Beginn der Koalition klar. Wir kennen das jetzt schon. Da werden Schlagzeilen produziert und auch Papier und vielleicht ein bisschen für die Galerie. Was wir machen müssen, ist die großen Fragen der Zukunft beantworten. Das ist eine Klimafrage, der Verkehr. Das Klima in der Koalition war schon einmal besser. Ein Beitrag von Matthias Westhoff aus unserer innenpolitischen Redaktion. Und mit ihm wollen wir das jetzt auch im Studio analysieren. Ein Autogipfel im Bundeskanzleramt. Warum macht denn Karl Nehammer das und vor allem, warum gerade jetzt? Der Kanzler hat das Thema völlig überraschend auf die Tagesordnung gesetzt. Vor einem Monat bei seiner großen Zukunftsrede hat er vom Autoland Österreich schlechthin gesprochen. Jetzt haben wir heute nicht nur einen Autogipfel gesehen, wir sehen eine ganze Autowoche mit zahlreichen Betriebsbesuchen. Aus meiner Sicht versucht Karl Nehammer hier sein wirtschaftspolitisches Profil zu schärfen, zu stärken. Die Fahrzeugindustrie, die ist eine der bedeutendsten in Österreich, steht vor enormen Herausforderungen. Das ist die eine Seite. Und die andere, im ländlichen Bereich, wenn Öffis schlecht ausgebaut sind, sind die Menschen aufs Auto angewiesen. Das ist ein ganz emotionales Thema. Hier sind Wählergruppen für die ÖVP ansprechbar. Hier versucht Karl Nehammer zu punkten. Wählergruppen für die ÖVP. Auffällig war, dass auf der Einladungsliste des Bundeskanzlers für den grünen Koalitionspartner heute kein Platz war. Das ist auch ein klares Zeichen, oder? Ganz eindeutig. Da ist man um Abgrenzung bemüht. Vergessen wir nicht Klimaschutz. Und dazu gehört ja letztlich die Verkehrswende. Das ist für die Grünen gewissermaßen ihr Kernthema. Jeden noch so kleinen Erfolg in diesem Bereich, in dieser Koalition, den haben sie groß gefeiert. Da hat es hinter den Kulissen und manchmal auch ganz öffentlich Protest, beispielsweise des ÖVP-Wirtschaftsflügels gegeben, wenn ich dann die CO2-Bepreisung denke. Das war ja ein grünes Prestigeprojekt. Das hat Autofahren letztlich auch teurer gemacht um ein paar Cent. Da gibt es immer wieder Rufe nach Abschaffung. Hier sagt jetzt der Kanzler ganz klar, er legt zwar nicht den Rückwärtsgang ein, aber er geht auf Distanz zu seinem Koalitionspartner und zeigt hier gewisserweise auch Profil und Kante. Und man kann sagen, das ist nicht das einzige Thema, wo es diese klaren Differenzen und auch Streitigkeiten zwischen ÖVP und Grünen gibt. Das ist das jüngste Beispiel, aber nicht das einzige. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Das Klimaschutzgesetz beispielsweise, das ist seit mehr als 830 Tagen ausständig. ÖVP und Grüne können sich hier nicht einigen. Aber auch die Justizreform mit einer Reform des Weisungsrechts, einem Bundesstaatsanwalt, die ist vor 2 Jahren angekündigt worden bei einem Ministerrat. Und in keinen der wesentlichen Punkte ist sich die Koalition einig. Es gibt nicht einmal wirklich intensive Verhandlungen. Ganz im Gegenteil, man richtet sich öffentlich Angriffe aus, wie wir es am Wochenende von der Justizministerin gesehen haben. Blicken wir ein bisschen zurück auf den Beginn dieser Koalition, da hat es geheißen, bei Asyl und Migration, da gibt es Trennendes, das gibt es zwei verschiedene Welten. Mittlerweile sehen wir immer mehr Bereiche, wo keine Kompromisse mehr gelingen, wo Trennendes gibt. Und deswegen ist die Frage berechtigt, wie lange diese Koalition noch halten kann. Das werden ÖVP und Grüne aber selbst beantworten müssen. Dankeschön, Matthias Westhoff.
Das Gesundheitssystem in Österreich steckt in einer Krise. Es fehlen Kapazitäten und es fehlt Personal. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Ihre mentale Gesundheit hat sich seit der Pandemie stark verschlechtert. Behandlungsangebote sind aber schwer zu finden. Anna Schmeikerl hat eine Gruppe junger Erwachsener getroffen, die dafür Veränderung kämpft. Es sind rund 200 Menschen, die vergangenen Samstag in Wien für bessere psychosoziale Versorgung auf die Straße gehen. Organisiert hat das die Gruppe Change for the Youth, die erst vor wenigen Wochen gegründet wurde. Auslöser war die psychische Notsituation ihrer Mitgründerin Kiana. Hilfe hat die 18-Jährige aber nicht sofort bekommen. Ich wurde einen Abend, also zwei Tage hintereinander mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Und als ich dort halt angekommen bin, habe ich Sachen gehört wie, ja, was machst du schon wieder hier? So, wir können nichts machen, so, geh nach Hause. Und ich habe halt mit Tränen in den Augen auf meine Lage aufmerksam gemacht und auf meine Situation und dass ich halt Hilfe brauche. Das habe ich offengelegt, aber ich habe sie halt nie erhalten. Kiana ist kein Einzelfall. In Österreich gibt es für 1,5 Millionen unter 19-Jährige nur 437 psychiatrische Klinikplätze. Notwendig wäre die doppelte Menge. Der Gesundheitsminister will den Ausbau vorantreiben und verweist auf ein bestehendes Projekt. Wir haben versucht, rasch Abhilfe zu schaffen mit dem Programm Gesund aus der Krise, wo wir 11.000 Jugendlichen jetzt auch im heurigen Jahr Zugang gewähren zu sehr rascher psychotherapeutischer, psychologischer Behandlung. Für Kiana ist das nicht genug. Ich finde das sehr, sehr gut, aber ich finde, das ist nur der Tropfen zum Stein. Viele klopfen sich auf die Schulter für Gesund aus der Krise und ich finde einfach, das ist zu wenig. Change for the Youth fordert unter anderem Psychotherapie auf Krankenschein, mehr Geld für die Pflege und Präventionsarbeit an Schulen. Dafür werden Kiana und ihre Mitstreiterinnen weiter auf die Straße gehen. An dieser Stelle ein Hinweis noch, kostenlose und anonyme Beratung gibt es rund um die Uhr bei Rat auf Draht, telefonisch unter der Nummer 147 oder online unter www.ratauftraht.at. Und auch die Telefonseelsorge, die ist jederzeit unter 142 und unter www.telefonseelsorge.at erreichbar. Im Streit um die Zulassung der Abtreibungspille für Frauen in den Vereinigten Staaten von Amerika hat das oberste Gericht heute entschieden, dass man erst später entscheidet. Zwei Tage noch will der Supreme Court über diesen Fall weiter beraten. Seit der oberste Gerichtshof das Recht auf Abtreibung im vergangenen Sommer gekippt hat, ist das Medikament für viele Frauen die einzige Möglichkeit für einen Schwangerschaftsabbruch. Ob das so bleibt, darüber beraten die Höchstrichter eben noch. Wir sind auf jede Entscheidung vorbereitet, sagt dazu die Sprecherin des Weißen Hauses, auch auf einen möglichen langen Rechtsstreit. Der Medikamentenproduzent will gegen die US-Arzneimittelbehörde FDA vor Gericht und so erwirken, dass die Abtreibungspille am Markt bleibt. Und in den USA bin ich jetzt live verbunden mit unserer Korrespondentin Inka P. in Washington. Inka, wieso dieses Zwischenergebnis? Wieso gab es da heute keine endgültige Entscheidung des obersten Gerichts über die Abtreibungspille? Weil die Höchstrichter und Höchstrichterinnen offenbar mehr Zeit brauchen. Das ist das Statement aus dem Supreme Court. Das ist ganz kurz und besagt nur, dass die Deadline eben um zwei Tage verschoben worden ist. Was bedeutet das? Es deutet auf Differenzen hin. Es deutet darauf hin, dass sich eine Mehrheit der Richterinnen und Richter bisher nicht auf eine Entscheidung festlegen konnte. Man darf nicht vergessen, diese Abtreibungspille ist seit 23 Jahren am Markt, millionenfach eingesetzt worden. Etwa die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche in den USA wird mit diesem Medikament durchgeführt. Also wie auch immer das Gericht entscheidet, ob alles beim Alten bleibt, ob das Medikament verboten wird oder ob der Zugang zum Beispiel stark beschränkt wird, das wird weitreichende Konsequenzen haben. Das ist ein guter Punkt, denn was heißt die Situation, in der wir uns derzeit befinden, für die Millionen von Frauen, die da betroffen sind? Ja, jede Menge Verzweiflung, jede Menge Verunsicherung, viele Frauen, die dieses Medikament bereits zu Hause horten und natürlich sehr viel juristisches Chaos. Denn unabhängig davon, wie das Gericht jetzt in zwei Tagen entscheidet, auch das ist nur eine vorübergehende Entscheidung. Wir müssen uns auf einen langen juristischen Kampf vorbereiten. Mittlerweile ist es so, dass in den USA in 14 Bundesstaaten Abtreibungsverbote in Kraft sind. Das betrifft in etwa 30 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter. Das reicht
reicht aber den Abtreibungsgegner und Gegnerinnen nicht. Dahinter stecken vor allem rechtsorientierte christliche Gruppierungen, die diesen Kampf gegen das Recht auf Abtreibungen seit Jahrzehnten führen. Die haben sehr viel Geld investiert, vor allem in republikanische Kandidatinnen und Kandidaten, Stichwort Donald Trump, und haben ihre Macht und ihren Einfluss auf politischer, aber auch auf juristischer Ebene massiv ausgebaut. Das heißt, es ist auch noch schwer einzuschätzen, was da noch alles auf die USA zukommen könnte. Klar ist, dass es der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung widerspricht, denn zahlreiche Umfragen zeigen, dass der Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner für das Recht auf Abtreibungen ist. Also das ist und bleibt politischer Sprengstoff in den Vereinigten Staaten. Inka Pi, vielen Dank für diese Live-Informationen direkt aus Washington. Die Tatsache, dass der Konsum von Cannabis in Deutschland straffrei wird, hat in Spanien das Begehren auf eine ebensolche Freigabe wachsen lassen. Bereits seit 20 Jahren gibt es dort sogenannte Social Cannabis Clubs, in denen man mit ebensolchen Vereinen versucht, das Drogenverbot zu umgehen. Unser Korrespondent Josef Manola hat die Stimmung in einem solcher Clubs eingefangen. Am Abend kehrt Ruhe im Viertel ein. Eine Diskothek, die an Wochenenden die Anrainer mit Musik plagte, wurde geräumt. Jetzt ist hinter der Sicherheitstür der Eingang zu einem Social Club, der höchstens durch Rauchschwaden auffällt. Die Cannabis-Raucher haben sich in Spanien in solchen Vereinen organisiert. Dank der gesetzlichen Grauzone ist Kiffen zu Hause oder eben im Club gestattet. Trotz eines Suchtgiftverbots wird Cannabis in kleinen Mengen zum persönlichen Gebrauch geduldet. Der Gründer des Männerclubs setzt seine Hoffnung in eine Legalisierung. Produktion und Handel würden damit den Drogenmafias entzogen. Man sollte Cannabis legalisieren. Man kann den Konsum eines Naturprodukts doch nicht verbieten. Dass er abhängig werden könnte oder Cannabis der Einstieg zu härteren Suchtmitteln sei, schließt der Römer aus. Eine Freigabe würde viele Arbeitsplätze schaffen. Stattdessen werden wir mit Strafen bedroht. Nach der Freigabe von Cannabis in Deutschland setzen Sie darauf, dass Spanien bald folgen wird. Dazu wird gleich die neueste Wasserpfeife probiert. Sie ist ein Produkt aus Deutschland. Zurück nach Österreich. Für Liebhaberinnen und Liebhaber des Kinos ist es dieser Tage ein jüdisches Filmfestival unter besonderen Vorzeichen. Die Veranstaltung in Wien zelebriert das 75-jährige Bestehen des jüdischen Staates und eingeladen ist auch Prominenz aus Israel. Unter dem Motto 75 Jahre Israel, Realität und Utopie eröffnet der israelische Autor und Journalist Tom Segev das diesjährige jüdische Filmfestival. Mit der Bildung einer rechtsreligiösen Koalition unter Langzeitregierungschef Netanyahu sehen seit vergangenem Jahr viele die Demokratie des Staates in Gefahr. Wir hatten noch nie eine Regierung, die von so rechtsradikalen, nationalistischen, rassistischen Parteien abhängig ist. Und das ist eine neue Erfahrung für uns, denn es handelt hier nicht um Machtpolitik, es handelt wirklich um die Grundwerte der Gesellschaft. Zum Jubiläum der Staatsgründung stehen heuer vor allem die Interkulturalität und der Wille für ein gewaltfreies Miteinander im Fokus des Festivals. Israel ist ja ein sehr diverses Land. Es gibt ja dort viele Reibungen und sehr viele Gegensätze. Und genau diese Gegensätze wollen wir auch darstellen. Gestartet wird aber mit viel Humor und der Österreich-Premiere von Karaoke. Hello. Eine Komödie über ein Paar in ihren 60ern, deren charismatischer Nachbar wieder Schwung in ihr Leben bringt. In Murau in der Steiermark hat es heute zumindest für ein paar Stunden Sonnenschein gereicht. Wie es mit dem Wetter weitergeht, Manfred Meixner. In der Osthälfte Österreichs klingt der Regen im Laufe des Vormittags ab und es wird zunehmend sonnig und mild mit bis zu 17 Grad. Die meiste Zeit regnerisch bleibt es hingegen im Westen und Süden. Am Freitag kommt im Großteil Österreichs die Sonne durch und es wird eine Spur wärmer. Im Bergland und im Süden gibt es letzte Schauer. Der Samstag verläuft durchwegs trocken, recht sonnig und noch wärmer. Das war's von uns. Die nächsten Nachrichten gibt es dann, wenn die Sonne wieder aufgeht. Bis dahin, im Namen des gesamten Teams, eine angenehme Nacht noch. Auf Wiedersehen.